Moin, wir sind Lea und Tillmann von der Radlbande. Ja, in den letzten Wochen haben wir dieses Rad durch den Alltag bewegt, das Pexter 70 mit Control Technology. Und wir werden das Rad jetzt einmal bewerten. Ganz genau, viel Spaß. Das Pexter 70 und die Radlbande, wir haben so eine Geschichte, denn Anfang 2021 konnten wir die erste Version des Pexter 70 testen und wie fanden wir das damals, Lea? Ja, wir waren sehr überzeugt, das war richtig, richtig cool. Ja, und all die Probleme, die nachher dazu geführt haben, dass das Rad zurückgerufen wurde und überarbeitet wurde, hatten wir damals nicht, sondern es fuhr sich einfach wahnsinnig gut. Und ja. Jetzt, die Historie war dann Ende 2021 wurde das Rad dann zurückgerufen, im kompletten Jahr 2022 überarbeitet und Mitte 2022 wurde es dann wieder vorgestellt und jetzt ist halt das 23er Modelljahr des Pexter 70 auf dem Markt, auch mit der Vollfederung. Und wir haben das in den letzten Wochen in unserem Alltag als Familie ohne Auto bewegt. Ja, und wir haben wie immer alles damit gemacht, on-road, off-road. Wir waren die Kinder bringen, holen, Kindergarten, Tagesmutter, whatever. Was haben wir noch gemacht? Eingekauft haben wir. Möbel gekauft. Wir haben Möbel gekauft, genau. Und das Wetter war auch nicht allzu gnädig in den letzten Wochen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir zwar in einer Stadt leben, aber trotzdem viele matschige Wege haben, konnte auch die Control Technology richtig arbeiten und wir konnten es auch ganz gut testen. Ja. Wie gut das Rad sich gemacht hat, das wollen wir in diesem Video einmal anhand der Radlbande Bewertungsmatrix betrachten. Es handelt sich dabei um 10 Kriterien mit 2 übergeordneten Kategorien, nämlich Fahrrad und Lastenrad. Aber bevor wir zu der Bewertung kommen, haben wir noch 3 Alternativen für euch. Einmal das Riso und Müller Load, der ältere Bruder des Pexter 70. Das ist der absolute Klassiker und ich habe es mal vor einigen Jahren in einem Video als G-Klasse unter den Lastenrädern beschrieben. Und das ist auch tatsächlich so, denn das Load wurde jetzt noch einmal überarbeitet, hat aber im Grunde immer noch den gleichen Rahmen. Dann das Kettler Cargo Line, das wir vor kurzem im Test hatten, ist der Newcomer in dem Bereich der vollgefederten Long Johns und auch sehr vielversprechend. Ja, und das dritte im Bunde wäre tatsächlich das Cargo. Das ist leider nicht vollgefedert, aber zählt auch zu den, das steht da vorne, deswegen zeige ich da, zählt auch zu den Premium Family Long Johns. Ganz genau. Und mit diesem Wissen legen wir jetzt mal los mit der Radlbande Bewertungsmatrix und dem Punkt Fahrdynamik. Wir schildern euch jetzt erstmal den Gesamteindruck des Fahrens, wie uns das so gefallen hat. Fällt dir dazu was ein? Mir fällt so einiges ein. Hier haben wir ja diese klassische Kombination aus Bosch Cargo Line Motor und Enviolo Schaltung. Die funktioniert gut. Die Beschleunigung ist jetzt nicht super spritzig im Vergleich zum Beispiel zu einer Kettenschaltung, aber sie ist mehr als ausreichend. Also selbst mit beladenem Fahrrad war die Beschleunigung okay. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Den Punkten, den du bereits erwähnt hast. Allerdings muss ich sagen, dass man, sobald man losfährt, schon echt eine gute Beschleunigung hat. Also dafür, dass es so ein, eigentlich ein Schlachtschiff ist, fährt es sich wirklich ganz gut. Also es beschleunigt schnell, es fährt sich schön angenehm satt und es ist allgemein sehr angenehm zu fahren. Es wirkt recht kurz tatsächlich. Ist es ja auch tatsächlich. Und es ist auch kurz. Für so Long Johns, genau, und das ist auch nochmal ein ganz, finde ich auch recht angenehm. Ja. Also, wo du sagtest, dass es sich das satt fährt, das ist genau der Eindruck, den ich auch hatte und den auch damals das erste Pexter schon hatte. Aber hier durch diese Vollfederung ist das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben, weil die natürlich dafür sorgt, dass die Räder immer den Boden berühren. Wenn man irgendwelche Kantsteine runterfährt, dann holpert das Rad nicht darüber, sondern auch über irgendwelche Wurzelhubbel oder so, fährt das Rad sich wirklich ultra satt rüber. Ja, also ich finde sie sehr angenehm, die Federung. Ich mag vor allem, dass man trotzdem noch merkt, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Mhm. Das hatte ich bei anderen Rädern nicht so. Da war mir das zu bouncy. Mhm. Mir ist kein deutscher Begriff eingefallen dafür. aber hier, das gefällt mir sehr gut, dass es eben weich sich fährt und satt, aber trotzdem eben noch so ein bisschen dieses Fahrgefühl erhalten bleibt. Was allerdings auch dann wieder auf der anderen Seite das Gefühl der Schwerfälligkeit unterstreicht, ist, dass diese Lenkung einfach sehr schwergängig ausgelegt wurde. Der Lenkungsdämpfer, genau, der arbeitet deutlich schwerer, als das bei anderen Rädern der Fall ist. Genau, dadurch hat man so ein Gefühl, dass es leicht verzögert ist immer, ne? Wenn man einschlägt und dann ist es immer so ein bisschen
kleines Müh verzögert. Das hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen. Ja. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Es ist auch eine Gewöhnungssache. Also gerade wenn man von einem normalen Fahrrad kommt, wo Lenkbewegungen direkt umgesetzt werden oder von anderen Long Johns, die zum Beispiel mit einer Lenkstange ausgelegt sind, wie zum Beispiel das Load. Wenn das Load ist die G-Klasse, weil es sich auch sehr direkt fährt. Und das Packster, da ist halt alles nochmal gedämpfter. Das ist alles nochmal etwas abgekoppelt vom Boden. Wie fandst du die Sitzposition? Da muss ich leider sagen, ich habe darauf nicht gut gesessen. Also du hattest da so eine Notiz, schrimpmäßig. Ja. Also ich sitze darauf leider mit komplett durchgestreckten Armen. Und das macht es für mich recht unbequem. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich immer so ultra aufrecht sitzen möchte, sondern das ist einfach für mich schwierig, tatsächlich auch zu lenken letztendlich mit so straffen Armen. Und ich habe auch leichte Ermüdungserscheinungen gehabt, wenn ich längere Strecken zurückgelegt habe. Ja, mir ist vor allem aufgefallen, dass es bei dieser Version der Fall war, aber nicht bei der alten Version. Bei der alten Version konnte ich bequemer sitzen. Ja, und auch für mich war die Sitzposition nicht super angenehm, weil auch ich mich sehr stark nach vorne strecken musste. Es ist nicht ganz so willig in irgendwelchen Kurven, bei Abbiegungen etc., weil man seinen Oberkörper mit dem Lenker doch so ein bisschen eindrehen muss durch diesen langen Reach, durch diese Sitzposition, die man hier hat. Aber woran das liegt, da gehen wir jetzt mal bei Innovation und Design ein. Eine Sache, die aufgefallen ist bei der zweiten Generation des Packster 70, ist, dass der Abstand hier größer geworden ist. Das heißt, der Reach zum Lenker ist von Haus aus schon mal verlängert. Aber bei der vollgefederten Variante ist das dann auch noch so, dass der Sitzwinkel noch mal eine ganze Ecke flacher ist als bei der Hardtail-Variante. Und damit ist es einfach so, dass der Abstand, egal wie groß oder klein man ist, nach hier vorne relativ groß ist. Und dann lässt sich das Vollfederungspaket, also dieses Control-Technology-Paket, auch nicht mit einem geschwungenen Lenker kombinieren. Kommen wir zur Designsprache. Euch fällt es vielleicht auf, es sieht vorne recht mächtig aus. Natürlich ist das alles Geschmackssache, allerdings muss ich sagen, vorne wirkt es mir persönlich zu schwer und hinten vermisse ich so ein bisschen klare Designsprache. Ne? Hier sind sehr, sehr viele Elemente, es wirkt sehr unruhig und das fühlt sich nicht so ganz aus einem Guss an. Das ist so mein Eindruck davon. Genauso auch ich würde das Design als teutonisch bezeichnen, gerade in diesem Matt-Schwarz. Das wirkt schon sehr dunkel und sehr massiv. Ich glaube, in einer anderen Farbe, in diesem Rot oder Weiß, wirkt das ganze Rad nochmal eine ganze Ecke freundlicher. Was mir halt aufgefallen ist, dass Riso und Müller das Heckdesign des Load quasi 1:1 adaptiert hat und nur ein bisschen verändert hat. Da hätten sie im Grunde nochmal das ganze Design, die ganze Konstruktion noch mal ein bisschen überarbeiten können. Denn hier haben wir halt ein Einlenkersystem, das ist relativ einfach, hat aber halt die Möglichkeit hier den Riemen etc. zu beherbergen, was bei anderen vollgefederten Systemen eben nicht möglich ist. Insgesamt verfolgt Riso Müller bei diesem Rad eben das Prinzip Form follows Function. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, Riso Müller hat zwar den Rahmen verlängert, damit die Füße nicht mehr hier gegen die Box kommen, aber es kann durchaus vorkommen, wenn man große Füße hat oder wenn man sehr breite Winterbotten anhat, dass man hier mit dem Fuß gegen den Ständer kommt beim Fahren. Und eine Sache noch, das smarte System ist hier bei dem Packster nicht in Aussicht, aber immerhin gibt es halt mit dem Nyon ein smartes Display, in Anführungszeichen, und der RX-Chip übernimmt halt so Sachen wie Tracking etc. Also da habe ich das smarte System noch nicht vermisst, aber zukunftsfähig wäre natürlich die Integration des smarten Systems. Und nun geht es um die Ausstattung. Ja, also die Griffe sind sehr gut. Der Sattel hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Für Tillmann hat das nicht ganz so gut gepasst. Was haben wir noch? Pedale, auch gut. Aber, was haben wir denn da? Vielleicht schaut ihr mal bei Moto vorbei. Die sind auch richtig gut. So, die Reifen aus der GX-Version hier mit relativ viel Profil sind für Offroad gut geeignet. Aber auf glatteren Oberflächen schaut ihr euch besser mal Schwalbe Pickup an oder Big Ben, weil die einfach besser dafür geeignet sind. Wir haben hier auch noch eine Klingel, die ist relativ billig, aber wir haben hier ein super Display auch noch und insgesamt würde ich die Ausstattung als echt gut bewerten. Wie ist die Reichweite?
jetzt noch. Wir haben hier einen Doppelakku, das ist natürlich auch super. Und wie war die Reichweite? 100, ne? 100? Ja, 100 Kilometer. 100 Kilometer ungefähr kommt man damit. Also ich muss eigentlich nie über die Reichweite nachdenken. Ich auch nicht. Das ist also auch ein gewaltiger Pluspunkt. Kommen wir jetzt zum Preis. Und 11.500 Euro für dieses Testrad ist ein krasser Preis. Das ist wahnsinnig viel Geld für ein Fahrrad. Und es ist ja noch nicht mal die komplette Vollausstattung. Es gibt noch die Enviolo Automatik, die man auswählen könnte. Und auch hier in der Box könnte man noch das ein oder andere ausstatten. Also dieses Rad kriegt man auch über 12.000 Euro. Allerdings ist das natürlich nicht so, dass man dieses Rad erst ab 11.000 Euro bekommt, sondern das ist schon für deutlich weniger Geld verfügbar. Allerdings ist der Einstiegspreis, wenn ihr das Packster 70 mit Control Technology haben wollt und mit Kinderausstattung, also Kindersitzen und Verdeck, müsst ihr 9.130 Euro etwa ausgeben. Und das ist halt auch schon relativ viel Geld. Dafür bekommt ihr bei diesem 1.000 Euro Aufpreis eben auch noch eine bessere Beleuchtung, bessere Bremsen als mit dem nur vorne gefederten Fahrrad. Das muss man halt immer noch in die Gesamtrechnung mit einbeziehen. Aber das Coole ist, das Packster 70 gibt es ja auch nicht nur mit der Control Technology, sondern eben auch nur vorne gefedert. Und da gibt es die Family-Version, die mit Regenverdeck und Kindersitzen 7.200 Euro kostet. Ist dann nicht mehr groß konfigurierbar oder so, aber das ist schon ein sehr konkurrenzfähiger Preis. Also insgesamt würde ich sagen, ja, man kann sehr, sehr viel Geld für das Packster 70 ausgeben, aber man muss es nicht. Und deswegen kann ich gar nicht bewerten, ob das Rad jetzt so ultra teuer ist oder ultra günstig, weil es sich in der normalen Ausstattung einfach im Bereich des Konkurrenzumfelds bewegt. Und das Schöne ist, egal welches Packster 70 ihr kauft, ihr bekommt immer zum Beispiel auch die neue SR Suntour Gabel und ihr bekommt diese insgesamt gute Qualität. Und darum geht es jetzt, Wartung und Qualität. Ja, man sieht es schon, sieht alles sehr hochwertig verarbeitet aus. Es macht einen hochwertigen Eindruck. Hier klappert auch nichts und es schließt alles gut miteinander ab. Also die Verarbeitung jetzt so mal auf einen schnellen Blick betrachtet ist sehr gut. Ich finde auch die Lackierung gut und auch die Schweißnähte, die sehen alle sauber verarbeitet aus und auch hier vorne in der Box die Sitzbank etc. Auch die ist gut verarbeitet. Was halt auch der Fall ist, Riso Müller hat das Rad so konstruiert, dass es sich einfach warten lässt. Einerseits durch den Riemen, der halt eigentlich nie so richtig Pflege braucht, und auch durch das Einlenkersystem hinten am Hinterbau. Das ist zwar relativ einfach, aber dafür auch sehr, sehr wartungsarm, da man wirklich nur einen Punkt hat, um den das federt und man eigentlich nur diesen einen Punkt und dieses riesige Lager regelmäßig mal überprüfen sollte. Aber das ist wirklich einfach. Ja, die Wartung müsst ihr natürlich von Riese und Müller machen lassen. Allerdings ist da die Händlerdichte sehr groß und ihr findet bestimmt in eurer Nähe auch einen Partner. Dann ein Punkt hier vorne, die Gabel, die SR Suntour Mobi 34. Da gab es im ersten Video so ein paar Kommentare, wieder so eine Gabel. Ich muss sagen, die hat gut durchgehalten, ist nochmal etwas besser beschichtet als die Mobi 32, die in den meisten anderen vorne gefederten Long Johns verbaut ist. Man müsste es natürlich über einen längeren Zeitraum mal betrachten, aber jetzt auch über das Sheetwetter, das wir in den letzten Wochen hatten, gab es hier keine Pickel, keine Riefen irgendwie in den Standrohren. Also die scheint nochmal langlebiger zu sein als die alte Gabel. Allerdings sind die letzten Wochen auch nicht ganz spurlos an dem Rad vorbeigegangen. Also beide Scheibenbremsen vorne und hinten zeigen schon mal erste Alterserscheinungen, ersten Rost. Dann gab es hier oben an einer Schraube Rost und auch die Befestigung des Speichenschlosses ist ein bisschen rötlich angelaufen, wahrscheinlich vor Scham. Und was auch konstruktiv eben gewollt ist irgendwo, dass wir hier vorne diesen Kotflügel haben. Und der sieht auch richtig aus. Denn hier wird natürlich alles von diesem etwas zu kurzen Schutzblech hier in diesen Kotflügel gesprüht. Da bleibt alles drin hängen und natürlich verdreckt auch der Unterboden. Auf der anderen Seite ist aber am Unterboden nichts, was irgendwie dreckig und verschleißen könnte oder dreckig wird und verschleißen könnte, weil die Lenkung ja zum Beispiel komplett hier intern geführt ist. Und
Was auch gut ist im Vergleich zu dem Packster, das wir vor 2 Jahren getestet haben, von dem Dreck, der hier vorne gegen diesen Kotflügel gespritzt wird, kommt nichts in den Innenraum. Also da hat Riese und Müller bei dieser Version auch nochmal nachgebessert. Also insgesamt von der Qualität und der Wartung sind wir zufrieden. Solide. Solide. Jetzt starten wir mit der Kategorie Lastenrad und hier mit dem Punkt Variabilität. Und das Riese und Müller Packster 70 ist ein Lastenrad, das maßgeblich für den Transport von Kindern oder für kleinere Gegenstände geeignet ist. Wir haben halt immer hier diese Box. Die lässt sich auch nicht abbauen. Es ist also keine flache Ladefläche möglich. Hier oben könnte man natürlich eventuell irgendwas drauflegen und verzurren, aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ansonsten ist halt diese Box dafür geeignet, um alle möglichen Dinge aufzunehmen. Und das Gute ist, hier passen quer Euroboxen rein und wir haben von Riese und Müller ein System, mit dem man eben Dinge so ein bisschen verteilen kann, hier verzurren kann und das ist insgesamt schon ganz gut durchdacht. Die Box ist etwas limitiert, sie darf nur mit 65 Kilogramm belastet werden. Und das Fahrrad darf insgesamt 200 Kilogramm wiegen und das ist in der Gewichtsklasse schon ein bisschen wenig. Wenn man das Packster 70 hier mit den Kindersitzen ausstattet, dann sind die auch leider nicht einfach mal so entfernbar, sondern das ist schon eine größere Umbaumaßnahme. Trotzdem bekommt man zum Beispiel einen größeren Einkauf oder auch einen IKEA-Einkauf hier ganz gut rein. In der vollgefederten Version ist der Gepäckträger hier hinten optional und darf mit 15 Kilogramm belastet werden. In der Hardtail-Version kann der Gepäckträger deutlich stärker belastet werden und ist auch immer mit dabei. Packtaschen etc. sind hier sehr gut für geeignet, weil der Gepäckträger insgesamt relativ hoch ist. Deswegen lassen sich auch größere Packtaschen hier ohne weiteres befestigen und kommen dann mit ganz normalen Streben aus, wo sich die Packtasche dann einfach draufsetzen lässt. Und was auch gut ist, Riese und Müller gibt das Packster 70 auch für den Anhängerbetrieb frei. Also da habt ihr nochmal eine größere Variabilität. Und nun geht's um die Kindersitze. Was wir mit dem Rad hauptsächlich machen wollen, ist unsere Kinder transportieren und das funktioniert richtig gut. Denn ihr seht schon eine sehr, sehr gut gepolsterte Kindersitze mit einer Kopfstütze und einem richtig tollen Gurtsystem. Die Gurte wirken sehr hochwertig, wie man das so auch aus dem Auto kennt, mit richtigen Polstern und sogar mit einem richtig hochwertigen Klicksystem. Wo ist es? Da ist es. Und das wirkt natürlich richtig hochwertig und ist auch super bequem für die Kinder. Auch die Bank ist super gepolstert. Die Kinder sitzen hier in ihrer kleinen Höhle, schön tief. Und das erhöht natürlich auch den Sicherheitsaspekt. Ja, zur Beinfreiheit kann man sagen, die Kinder müssen ihre Beine ein bisschen sortieren, denn wir haben hier die 2 Akkudome an den Seiten. Es ist ja eigentlich vom Hersteller angedacht, auch einen dritten Sitz montieren zu können. Allerdings würden wir das nur als Notsitz montieren, denn sonst haben die Kinder überhaupt keinen Platz für ihre Beine mehr. Die Option ist natürlich nett, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht geeignet. Ansonsten kann man aber auch eine Babyschale integrieren, nämlich von Melia. Das ist also auch ein weiterer Pluspunkt. Was wir allerdings festgestellt haben hier bei der Bank, kann man vielleicht noch dazu sagen, die ist relativ schmutzanfällig, der Stoff ist recht hell und hier finden sich schon so alle möglichen Erinnerungsstücke in den Rillen der Sitze. Aber ist ja vielleicht auch ganz nett. Ihr seht es vielleicht schon, ein- und aussteigen ist für die Kinder alles andere als einfach. Die Wand ist recht hoch und hier ist der einzige Einstieg. Also das einzige Einstiegsloch befindet sich hier. Und soweit ich weiß, haben unsere Töchter das noch nicht gefunden, oder? Das ist zu klein. Genau, das ist sehr klein und es ist einfach sehr viel Fläche zu überbrücken für kleine Kinderbeinchen. So wie das Rad hier steht, würden Tilman und ich das Rad normalerweise nicht fahren, denn wir würden immer ein Regenverdeck drauf basteln. Und jetzt geht's weiter mit dem Zubehör. Denn das Zubehör macht das Lastenrad. Das Regenverdeck ist insgesamt sehr flach gestaltet, aber es kommt genug Licht rein, damit die Kinder auch gut rausgucken können und genug sehen können, auch wenn sie ja sehr tief in dieser Box hier drin sitzen. Die Höhenverstellung haben wir jetzt in den letzten Wochen gar nicht ausprobiert und wir sind immer in dieser Position gefahren, eben weil es häufig geregnet hat. Wenn man das Regenverdeck öffnet, dann schnappt es halt hier nach oben und man muss es so ein bisschen dazu zwingen und der Lenker muss dringend gerade sein, ansonsten bleibt es am Lenker hängen. Was dann aufgefallen ist, gerade bei Regen,
fließt dann doch relativ viel Wasser hier rein. Also man muss im Grunde, bevor man das Regenverdeck öffnet und es regnet oder das Regenverdeck ist nass, muss man das vorher einmal irgendwie von Wasser befreien. Ansonsten kriegen die Kinder das ab und das ist ein bisschen kontraproduktiv. Da muss man also regelmäßig dran denken. Und gerade hier mit diesen Kopfstützen, wenn man das dann wieder schließen möchte, dann gelingt das relativ einfach. Man muss es aber so ein bisschen hier um diese Kopfstütze rumziehen. Aber dann schnappt es auch relativ schnell hier bei diesen Magneten ein. Wenn man mal schnell an die Box möchte, dann ist das nicht ganz einfach. Es gibt die Möglichkeit hier, das einfach mal ein bisschen aufzuziehen. Aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und wenn man irgendwie auch Luft reinlassen möchte für die Kinder, müsste man es komplett in diese Sommerposition bringen und man kann nicht zum Beispiel mit geöffneten Seitenscheiben fahren. Also insgesamt würde ich mir beim Regenverdeck eine etwas größere Variabilität und ein etwas einfacheres Handling wünschen. Und auch dieser Sonnenschutz, der hier drauf geklettet wird, der ist nicht unbedingt optimal. Auch, dass hier der Lenker immer über das Regenverdeck rüberlenken muss, das verstärkt natürlich nochmal das Phänomen, das wir am Anfang des Videos genannt haben, mit der Sitzposition. Ansonsten aber vom Zubehör gibt es natürlich jede Menge, wie man das Packster sich selber ausstatten kann. Gerade für den gewerblichen Bereich gibt es einige Optionen, einige verschiedene Boxcovers, einige Möglichkeiten, um die Box selber auszustatten. Und auch jetzt hier mit diesen Kindersitzen hat man die Option mit der Kopfstütze, dem dritten Kindersitz, der so einem kleinen Tablet vorne drin, wo man Dinge raufstellen kann. Also da sind die Möglichkeiten schon vielfältig, aber was uns aufgefallen ist im Konfigurator, lassen sich nicht alle Dinge miteinander kombinieren und die müsste man dann eventuell nachkaufen und nachrüsten. Was es nicht gibt, ist ein Flaschenhalter, um zum Beispiel Flaschen zu halten oder auch ein Schloss oder ähnliches zu montieren. Wir haben hier natürlich diese Schlosskette, die hier hinten unter dem Sattel sitzt, aber ein weiteres, zweites Schloss ist natürlich immer sinnvoll und das möchte man nicht unbedingt hier vorne in die Box schmeißen. Was aber ein wirklich cooles Zubehör ist und eine wirklich coole Option, ist ja das abschließbare Handschuhfach hier hinten. Da habe ich zum Beispiel regelmäßig das Display einfach reingetan, wenn ich es nicht unbedingt mit mir mitschleppen wollte. Oder auch einfach Handschuhe. Also insgesamt bietet Riso Müller ein gutes und umfangreiches Zubehör bzw. Konfigurationsprogramm an, das nur wenig Wünsche offen lässt. Machen wir weiter mit dem Handling und dem Rangieren. Als kleine Person, muss ich sagen, hatte ich so meine Probleme, denn das ist natürlich ein schweres Rad und was auch noch hinzukommt, durch den hohen Lenker kann ich relativ schnell das Rad zur Seite reißen. Ihr seht das vielleicht, wie hoch der Lenker ist, dass mein Arm so richtig angewinkelt ist. Aber es gibt auch ein richtig gutes Feature und das ist der Ständer. Der ist richtig gut. Das ist so, also egal wie viel da vorne drin ist, wie viel Last, das funktioniert jedes Mal so einfach, ohne Kraftaufwand. Und das ist richtig, richtig gut. So, wenn ich das Rad jetzt rangieren möchte, funktioniert das auch ganz gut. Erstmal abbocken. So will ich das jetzt mal neu einparken. Also hier das schwere Geschoss vorne dran. Und aufbocken. Es ist nicht ganz so einfach, gerade für kleine Personen, aber der Ständer, der hilft schon sehr, weil das Rad wirklich stabil stehen kann. Hier kippelt dann auch nichts normalerweise und damit bin ich sehr zufrieden. Aber das Handling allgemein, das ist halt immer so ein Thema bei diesen großen Long Johns, ist nicht ganz so angenehm für mich persönlich. Genau, mit meiner Größe, mit 1,96 Meter, ist das eine ganze Ecke einfacher, weil ich halt trotzdem weiter beim Lenker nach unten greifen kann. Ja, und nicht so. Genau. Wenn man dann einen Parkplatz gefunden hat, dann kann man das Rad auch anschließen, allerdings nur im hinteren Teil des Fahrrads, nämlich entweder hier am Rahmen oder dort unten. Was wir aber serienmäßig dabei haben, ist das Speichenschloss. Das ist sehr sinnvoll und was wir auch haben, ist ein Kettenschloss, ein Speichensteckschloss. Das ist eine sinnvolle Ergänzung dazu. Und dann lässt sich das auch gut abschließen, das Ganze. Insgesamt ist Packen und Rangieren für das Rad okay, aber für mich als kleine Person ist es nicht ganz so einfach. Und da muss ich dann schauen, wie ich für mich die beste Lösung finde. Und der letzte Punkt in der Radelbahn-Bewertungsmatrix ist der Punkt Sicherheit. Genau. Ich weiß nicht, was ich mache. Und insgesamt ist das ein
sicheres Fahrrad. Also hast du das Gefühl, dass du sicher damit unterwegs bist? Ja, das habe ich definitiv. Manchmal gab es für mich eine kleine Einschränkung durch den Lenker. Da fühlte ich mich dann in Kurven teilweise nicht ganz so sicher. Aber ich denke auch für die Kinder, gerade durch diese tiefe Box, hat man schon ein sehr gutes Sicherheitsgefühl. Genau. Gehen wir die Punkte mal so ein bisschen kurz durch. Es gibt ja aktive und passive Sicherheit. Gerade hier beim Sitzen auf dem Sattel und Fahren des Fahrrads muss man sich zuerst an diesen langen Reach gewöhnen oder man baut es halt dementsprechend um, dass es für einen selber passt. Aber dann muss man nicht groß drüber nachdenken, ob man irgendwo durchkommt, ob man irgendwo rüberkommt, sondern das lässt sich sehr sicher bewegen. Auch die Bremsen unterstreichen das. Die sind gut. Allerdings werde ich persönlich kein Fan mehr von den TRP C2.3, denn man muss mehr Kraft aufwenden beim Bremsen, als das bei anderen Scheibenbremsen der Fall ist. Und was hier auch so ein bisschen den Bremsweg verlängert, sind die Offroad-Reifen. Mit der Supernova ist hier eine richtig gute Lichtanlage verbaut. Allerdings ist sie vorne starr. Das heißt, wenn man einlenkt, lenkt diese nicht mit. Das ist für mich auf jeden Fall irritierend gewesen. Wie war das für dich? Ja, ich denke mal, also für mich war das überhaupt kein Problem. Ich denke mal, das ist dann ein Problem, wenn man häufiger auf unbeleuchteten Wegen unterwegs ist, wenn man irgendwie im Dunkeln durch den Wald fährt. Im städtischen Umfeld ist das, glaube ich, nicht schlimm. Das denke ich auch. Ansonsten haben wir hier Fernlicht verbaut. Das nutze ich eigentlich nie. Über Land ist das wahrscheinlich auch wieder so eine Sache sinnvoll. Und als letztes haben wir hier eine Bremsbeleuchtung. Das finde ich auch richtig klasse und erhöht die Sicherheit. Ja, definitiv. Ansonsten sind hier viele reflektierende Elemente verbaut. Das ist auch wichtig. Und hier vorne haben wir dann nochmal eine reflektierende Paspellierung. Und das sind alles wichtige Sicherheitsfaktoren. Wenn es um die Sicherheit der kleinen Passagiere hier vorne drin geht, ist das eine der besten Boxen, die man im Long John-Bereich bekommen kann. Also die Kinder sitzen richtig schön satt hier drin, haben eine Kopfstütze. Die sitzen satt, die sind nie satt. Sofern sie gegessen haben, die sind nie satt. Haben hier eine Kopfstütze, haben eine hohe Schulterlinie, können aber trotzdem einfach rausgucken. Das Einzige, was sie nicht haben, ist irgendwie ein Überrollbügel irgendwie, weil das regenverdeckt. Das ist natürlich flexibel. Ja. Aber insgesamt ist das schon eine sehr, sehr sichere Box, meiner Meinung nach. Stimme ich zu. Ja, insgesamt sind Tilman und ich mit dem Sicherheitsaspekt dieses Fahrrads sehr zufrieden. Ja, und jetzt geht es nur noch um die Frage, für wen ist das Packster eigentlich am besten geeignet? Ich sehe hier zwei Anwendungsfälle wiederum, denn auf der einen Seite ist es für Familien für bis zu zwei Kinder geeignet. Ich würde nicht unbedingt das Rad als Drei-Kinder-Fahrrad sehen. Ich auch nicht. Dazu ist einfach hier vorne in der Box zu wenig Platz. Wenn Riso Müller irgendwann mit einem Packster 90 nochmal rauskommt, dann könnte sich das ändern. Aber man muss sagen, mit zwei Kindern ist das wirklich super. Ja. Die sitzen hier mit Schneeanzügen drin und haben trotzdem genug Platz nebeneinander, beschweren sich viel weniger als in anderen Boxen. Sie beschweren sich immer noch, aber... aber weniger als in anderen Boxen. Sie sitzen halt richtig gut da drin und dass man die Möglichkeit hat, eben auch noch eine Babyschale einzubauen, das finde ich auch total klasse. Genau, also die Nutzungsdauer für das Packster ist sehr, sehr lang. Wirklich vom Baby bis zu einer jungen Jugendlichen, ist das wirklich gut nutzbar. Vor allem auch irgendwann kann auch eine Person hier alleine in der Box vorne drin sitzen und die Gurte gehen wirklich eine lange Zeit über die Schultern der Kinder rüber. Ja, bis 65 Kilo, ne? Schwerer sollte das Kind nicht werden. Genau, das ist dann natürlich so der limitierende Faktor. Also das finde ich schon richtig klasse und auch eben, dass man einen Kinderanhänger nochmal anhängen kann. Damit könnte man dann doch mit vier Kindern irgendwie unterwegs sein. Und der zweite Anwendungsfall ist, wenn ihr das Rad gewerblich nutzen wollt und zum Beispiel empfindliche Gegenstände transportieren müsst. Also alle, die keine massiven, riesigen, breiten, sperrigen Gegenstände transportieren müssen, sondern halt irgendwelche Taschen oder ähnliches, die könnten hier mit dem Packster auch sehr zufrieden sein, weil es eben auch Möglichkeiten gibt, diese Box hier richtig abzuschließen. Und die Vollfederung tut dann natürlich ihr Übriges. Für empfindliche Gegenstände auch gut geeignet. Ja. Und wie findest du es jetzt für uns so? Ich mag's. Ich fahre es auch gerne. Mir ist die Sitzposition persönlich zu unbequem. Und ich bräuchte keine Vollfederung. Also mir würde tatsächlich das Hardtail besser gefallen. Und da kommen wir halt auch zu dem Punkt, das Hardtail gibt es für uns
ab 7.500 Euro war das, ne? Ja, ab 7.200 Euro. Die Family-Version. Ja, die Family-Version. Das würde mir vollkommen ausreichen. Ich würde darauf besser sitzen. Ich persönlich. Mhm. Und es gefällt mir einfach richtig gut. Ja, also das muss ich auch sagen. Das Pexa 70 Family, das hat in der Konfiguration so ein paar Einschränkungen, gibt es in allen drei Farben, aber hat alle relevanten Punkte, die dieses Rad auch hat, halt bis auf die Vollfederung. Und ist günstiger als alle anderen Pexa 70 Modelle, hat aber schon das Regenverdeck und die Sitzbank mit drin. Also das ist ein Preiskracher, würde ich es jetzt nicht nennen, aber das ist meiner Meinung nach die empfehlenswerteste Version des Pexa 70, weil man das gesparte Geld dann auch noch in Punkte einsetzen kann, die für einen selber dann relevant sind. Vielleicht nochmal bessere Bremsen, vielleicht nochmal einen besseren Scheinwerfer etc. Könnte man dann relativ einfach nachrüsten. Also, wenn man auf die Vollfederung verzichten kann. Genau, ne? Wenn man darauf verzichten kann, wenn man wirklich sehr, sehr rumpelige Wege hat oder sehr viel Offroad fährt, dann ist die Vollfederung schon cool. Oder wenn man halt auch sehr empfindliche Lasten hat, wie zum Beispiel empfindliche Kleinkinder und Babys. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass die schon von der Vollfederung profitieren. Was ist jetzt eure Meinung zu dem Riso & Müller Pagster 70? Würdet ihr euch das mit der Vollfederung anschaffen oder eher das Hardtail? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann. Bis dann.